Das Wasser war warm und die Sonne schien hell in ihrer ganzen Pracht. Die Titans vergnügten sich an Bord auf ihrer Motorjacht. Ganz recht auf ihrer Yacht, die heißt die Titan-Yacht. Ne riesige Yacht, ne wirklich große Yacht. Sie fuhren raus, amüsierten sich, alles lief soweit okay. Aber plötzlich war der Spaß vorbei, als Beast Boy brüllte: Hey! Auf unsere Titans-Crew kam eine Riesenwelle zu. Trotz wilder Manöver überrollte sie das Schiff im Nu. Die Titans gingen unter mit ihrer Yacht so riesengroß. Und die Lage schien total final, fatal und aussichtslos. Da ragte eine Insel plötzlich aus dem Wasser raus. Sofort rief Robin laut: Juhu! Und die anderen flippten aus. Die Titans waren gestrandet und betrachteten die Lage. Und sie saßen auf der Insel fest für die nächsten 5 Tage. 5 ganze lange Tage, geschlagene 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 5 Tage. Gestrandet. Wir sind schiffbrüchig. Bei euch alles okay? Ja, alles ich bin gut. Ich glaub schon. Beast Boy! Beast Boy! Mein Kumpel ist in Not. Er ist wohl vom Schiff gefallen. Freund über Bord. Ich rette dich, Bro! Hey, was soll der Quatsch? Lass mich los! Ich werde dich nie im Stich lassen. Du darfst nicht ertrinken. Ich werde nicht ertrinken. Das ist ein Strand. Ein Strand? Wowie. Beast Boy! Au! Das ist die schöne Kapitänsmütze. Man braucht einen Sonnenschutz, wenn man auf dem Meer ist. So ist es. Mit den Mützen stoppen wir die bösen UV-Strahlen. Also, das war ziemlich lustig, aber jetzt will ich gehen. Was? Sorge dich nicht. Ich werde fliegen und die Rettungsperson holen. Merkwürdig. Wir sind wohl auf einer einsamen Insel gestrandet. Wieso funktionieren unsere Kräfte nicht? Weil wir gestrandet sind auf einer einsamen Insel. Das bedeutet, auch mit Superkraft kommen wir nicht weg. Ich glaube, das ist das logische Problem. Es ist irgend so ein komisches Bermuda-Dreieck-Ding. Und darum ist es so, okay? Oh, klingt glaubhaft. Gut, geklärt. Also, um zu überleben, müssen wir die Rohstoffquellen der Insel nutzen. Als erstes bauen wir eine einfache Unterkunft aus dem, was uns die heimische Flora bietet. Wow, wie clever. Du redest wie ein Professor, Bro. Du und Cyborg geht und besorgt Bambus. Raven, du bist äußerst geländetauglich und geradezu ideal, um Kokosnüsse zu holen. Oh, dann mache ich Kokoscremetorte. Die mag doch jeder. Und was ist mit meiner Aufgabe? Was? Du bist ein Star. Ja, das ist mein Name. Nein, so wie ein Filmstar. Du bist zu glamourös für harte Arbeit. Setz dich lieber zu denen da in den Schatten. Wer sind die denn? So ein Millionärspärchen, das auch auf der Yacht war. Aber fürs Erste reicht's. Kokosnuss, friss sie auf! Morgen treten die Kokosnüsse gegen die Kokosnüsse an. Verpassen Sie nicht das Kokosnussfinale. Los, 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 Jungs! Die Kokosnüsse werden siegen! Mann, wieso geht der Fernseher überhaupt? Das war nicht sehr schwierig. Ich habe eine einfache Schaltung aus Kokosnüssen und Bambusdraht gebaut und mit ionisierter Kokosmilch ein Bild generiert. Das Material hat sogar für diese Fernbedienung gereicht. Die Kokosbörse. Kokosnussaktien steigen weiter. Präsident Kokosnuss kommentierte das wie folgt. Dieser Kokosnusskopf. Oh Mann, ich will wissen, was Präsident Kokosnuss zu sagen hat. Ich mag den Typen. Au! Präsident Kokosnuss treibt diesen Kokosnussstaat in den Koko-Konkurs. Hör zu, wir besprechen unsere Rettungsstrategie. Nach meinen Berechnungen gibt es auf dieser Insel genug Material, um ein Rettungsfahrzeug zu bauen. Das einzige Problem ist, Treibstoff. Darum kümmern wir uns später. Geh zur Lagune und sammle Bambus und Blätter, kleiner Freund. Alles klar, yo. Kokoscremetorte für unterwegs? Nein. Danke. Vielleicht später? Ich heb dir ein Stück auf. Leckere, süße Kokoscremetorte.